Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, wieder mit J. Chris. Hallo, ah ne, salut, sorry. Und Pulitzer. Bonjour mes amis. Okay, ich gehe gleich wieder oben, ich fahr zurück zur Maginot-Linie. Oui, oui, ça va, Baguette et croissant. Fahr mal zur Seite, Jan. Fahr weg! Nein. ja, wie ihr seht, fahren wir unsere Heavy-Linien-Serie weiter. Diesmal gibt es den AL-44, ACR-1. Bitte? Du bist voll ausgebaut. Wir sind reingefahren. Natürlich fahren die rein. Du bist voll ausgebaut, oder Lukas? Ja, natürlich. Man merkt das, ich bin voll Stock. Hattest du einen Stock im Arsch, das weiß ich. Oh ja, oh, etwas weiter links. Geht schon gut los. Die Folge, die erste war eine Montagsfolge, das wird jetzt eine Freitagsfolge, jetzt ist das Hirn voll durch. Ja, das ist halt das Komische mit Freitags, man ist voll happy, dass Wochenende ist, aber man ist voll am Arsch, weil man die ganze Woche schon hinter sich hat. Ja. Was machen wir denn eigentlich? Warum zum Teufel steht da hinten eine Flak bei uns? Keine Ahnung, weil er durchgefahren ist. Ich schätze mal, dass der Truck direkt vor uns ist einer. Nee, ich fahre nach links weg. Oh, mein Turm ist leer. Da. Ich glaube, die Munition von den Franzosen hier ist komisch, oder? Es geht, auch keine geht. Ketchup, also dem macht halt keinen Schaden. Ja, gut, das ist halt französische Munition, ne? Die wurde zu Friedenszwecken erfunden. Boah, scheiße, ey, der M10 von denen ist ja sowas. Unfassbar. Oh nein! Oh, sehr schön. Was war das jetzt schon wieder? Versucht mal zu umfahren, weil. Hier sind ganz viele. Ja, gut. Aus Gründen. Also gegen Panzer 4 kann ich mit dem Bling nicht viel machen. Aus Angst. Und der Typ mit der großen Kanone flankiert mit einem Panzer ohne Turmdrehgeschwindigkeit. Mensch, typisch Thorsten. Alter, ich krieg die Krise, ey. Ich krieg die verdammte Krise. Ja, das waren zu viele. Ah, das auf der rechten Flanke ist ein R3. Oh mein Gott! Ja, ich hab hier gerade so ein bisschen. Ach du Scheiße, wurde ich gerade geswarmt. Was treibst du denn? Ja, ich hab die flankiert. Was den macht? Mit einem M10 flankierst du doch nicht. Doch. Ja, aber den hier Flak-Truck ist immer noch auf der Flanke aus dem D2. Ich weiß, ich guck jetzt auch mal, ob ich da irgendwas gegen machen kann. Ich folge dir. Ich komme im Fliegzeug. Wo ist denn der? Zuletzt war er hier markiert. Okay. Gucken wir mal, ob wir da was tun können. Aber für den werde ich keine Bomben verschwenden. Das Komische ist, der Franzosenschirm hat ja auch kein 50 Cal oben drauf. Was ist das denn? Hä? Doch. Natürlich. Nein. Ich fahre ihn da gerade. Ich habe kein 50 Cal. Der, also einer von denen hat einen 50 Cal auf jeden Fall. Der 10-5er, glaube ich, aber hier der M4A4 nicht. Ihr werdet von einer. Irgendwo was schwerem Jägermäßiges angeflogen. Ne, doch nicht. Ich sehe den Flak Truck by the way nicht. Sehr gut. Oder bestimmt irgendwo im Wald stehen. Ja, natürlich steht er irgendwo im Wald. Ich habe keine Lust, da alleine mit so einem undrehbaren Turm reinzufahren. Ach ja, erste Folge des Tages, ne? Ja, ist immer so, ne? Oh, ich muss sagen, ich habe heute Morgen schon wieder eine Runde vor der Arbeit gespielt. Die lief sehr gut. Ja, mit dem. Oh fuck, Bombe. Mit dem Striffi auf Aschefluss. 4 Kills, 1 Assist, kein Mal gestorben, das war gut. Oh, bist direkt was hinter mir. Oh, direkt bei unserem Light war der. Direkt hier. Ich werf Arti drauf. Ja, ich hab keine leider. Weiß der, ich und M10. Au! Au! Da ist er! Die kleine Mistmade, ey. Sehr gut. 50 Kills for the win. Aber vor uns ist irgendwo noch ein TD. Ja, der kommt jetzt bestimmt mit der W18 wieder und rächt sich an dir. Probably.
Steht da noch was im Wald? Ja, hier ist irgendwo ein TD. Oh ja. Ich hab nicht gesehen, was es ist. Dort in die Richtung, genau. Irgendwo. Grad war hier oben was. Keine Treffer. Hinter uns? Also angeblich ist es hier hinten in die Richtung irgendwas. Und was ist diesmal die Ausrede? Es ist Freitag, wir haben keine Kraft mehr. Oh, ich habe mir einen von denen geholt. Sehr gut. War das wieder eine Flak? Ja, es war derselbe Flak. Ach, diesmal war es ein elektrischer Space-Zauberer. Ich habe den TD gefunden. Kann sich nicht mehr bewegen und er kann auch nicht mehr schießen. Bast ihn mir bitte. Ja, okay. Ach man, warum stirbt der nicht? Ach nein. Oh, was? Von vorne? Mit dem MG? Ich wollte nur einen Assist. Entschuldigung. Hier in die Richtung habe ich eben noch Muzzle Flashes gesehen. Da unten ist ein Panzer 3. Oh ja, ich sehe es. Ich zieh mal meine rein. Okay. Ich kämpfe mal hier in Richtung B. Kannst du ihn wieder fertig machen? Ich habe ihn stehen gelassen. Ach, natürlich rotze ich daneben. Komm, lad nach, lad nach. Ja, na gut, jetzt geht's. Sehr langsam. Oh nein, jetzt ist mein Fahrer, mein Schütze raus. Von, oh, ja, von ich hier. Ich fahre mit Sicherheit. Ich muss nämlich auch reparieren. Ist das tot? Ja, ne? Ja. Scheiße, ich benutze die ganze Zeit die falsche Munition bei den Franzosen. Keine Sorge, die Hilfe ist da. Ich fahr mal in Richtung okay. Cap. Franzosen stellen füreinander ein. Oui, oui. Weh. warum klingt oui, 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 weh, weh? Ey Leute, by the way, die Info, ne? Mit den Replays. Ich habe bis jetzt ein Replay von euch bekommen und das ist leider ein abgelaufenes, was zu alt ist für das War Thunder System, um es noch nachzustellen. Deswegen, wenn ihr Replays sehen wollt, dann müsst ihr mir auch welche an die E-Mail-Adresse schicken, die an den Kanal gebunden ist. Könnt ihr in der Kanalbeschreibung finden. Genau, und ihr müsst aufpassen mit den Replays, weil bei jedem großen Patch sind die nicht mehr nutzbar. Ja, das finde ich halt auch total blöd, aber es ist halt geschuldet, dass sie die Models immer wieder verändern. Da kommt irgendwo ein Flugzeug Richtung 85. Okay, da kam ein Flugzeug Richtung 85. Da fliegt ganz tief irgendwas Zweimotoriges gerade über den Punkt bei mir. Ich geh mal gucken, ob ich ihm bei A helfen kann. Okay, hat sich erledigt. Ich fahr mal zu C weiter. Oh, hab was gefunden. Wo? Da. Unterwegs. Panzer 3. Au. Dürlisch fahr ich wieder irgendwo gegen. Kommt der? Nee, der steht immer noch hinter dem Langhaus, nenn ich es jetzt einfach mal. Hat war das der? Ja, war er, okay. Mann, da nimmt man den Heavy am Anfang und so weiter und womit macht man doch die beste Arbeit mit dem kleinen Plunder-Ding hier. Ist doch immer so. Ich werd mit dem M10 einfach nicht warm. Die Turmdrehgeschwindigkeit zerstört mir dieses Ding komplett. Hey, du musst den als Brawler spielen. Ja, bestimmt. Hat vorhin bei mir ganz gut geklappt. Also, ja, hat man gesehen. Aua, so aua von. Du musst den so spielen. Oh, hey, Bombe. Lol. Ja, das kommt auch, das Stück ist auf dich zugeflogen, von hinten. Du musst den so spielen, dass die Gegner nicht damit rechnen. Alter, wie viele gegnerische Flugzeuge sind denn am Himmel? Das okay, Jan ignoriert einfach, dass ich komplett am Sack bin. Ja, ich musste weg, weil ich vom Flugzeug angegriffen wurde. Hast du keinen Smoke an dem Ding? Doch, aber ich dachte, ich fahre einfach schnell und verstecke mich genau hier hinter diesem Haus. Mhm, okay. Genau hinter diesem Panzerwrack von dir. Nö, spawn jetzt. Alter, wie viele Flugzeuge sind denn das? 4 mindestens. Ja, ich bin nur mit dem Flugzeug drin, wird sicher super. Ja, hat bei mir ganz toll funktioniert.
Ich nehme mindestens einen mit. Der Bruchpilot. Leute, ich bin gerade einfach an einem Puma vorbeigefahren. Nee, das ist gar kein... Das ist ein Puma. Ach, sehr gut, ich hab's noch eingenommen. Haha. Dann komme ich auch mal mit dem Flugzeug. Warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts. Eins weniger! Oh, das mit dieser Mühle, ey. Sagen dieser A35, dieser war auch ein Ami, den sie in einem Franzosenkleid gestellt haben. Ja, genau. Obwohl, die Flügel sind cool. Ja, also das optisch gefällt mir das Ding ganz gut. Wenn es jetzt noch ein bisschen mehr Motorleistung hätte. Ja, hat sogar ein kleines Kinnbärtchen unten. Sonst geht's sehr gut, ja. Klar. Geht's immer gut. Brauchst du Hilfe? Boah, ich hab 2 am Sack. Easy. Ja, flieg den einfach davon. Könnt ihr die irgendwie mal Richtung C locken? Ich könnte ein bisschen... Ich kann gar nichts mehr locken. Ja, dann Jan, dreh mal um. Na warte, ich muss erst in einen hinter Lukas hier. Wobei, überlegt ihr das gut. Das eine ist nämlich hier nur ein... Boah, ich hab mal kurz eine Cobra gemacht. Nein, ich werde jetzt... Oh fuck, das Ding ist ja... Ich hab vergessen, dass das Ding sich ja gar nicht bewegen kann. Nee, das, also es sieht cool aus, aber das war's auch. Hat jemand von euch noch Bomben dabei und kann welche abwerfen? Nee, Bomben ja, abwerfen nein. Noch so, nie. Ich bin jetzt im Sherman und hab einen 50-Kill auf dem Dach. Wenn du mir die Flieger herbringen willst... Ich bin auch im Sherman und hab einen 50-Kill auf dem Dach. Ich bin eine Flak und hab eine 40er auf dem Dach. Nee, aber du hattest doch gesagt, du hattest kein 50-Kill. Er hat den M4A4 gefahren, oder? Den M4A4, genau, den neuen. Achso, den hab ich gar nicht. Da mache ich mir auch nicht die Mühe, den jetzt zu erforschen. Ihr seid ja auch nicht so wie ich. Ihr habt ja nicht die Offizierskrankheit. Ja, nee, ich muss nicht jedes Fahrzeug direkt ausbauen. Ach man, nimmt er mir, natürlich nimmt er mir direkt den Schützen. Da kommt raus. Einer von links, gleich ein Flieger. Hm, hab's gesehen. Halt mal warte, drauf. warte. Jetzt? Ja. Okay, hat ein paar gute Hits gekriegt. Ja, ich auch, aber... Pass übrigens auf, das Ding kann leer gehen, ne? Das MG am Dach. Oh. Dann warte ich noch ein bisschen. Da kommt noch einer von links. Alter, da kommen ganz viele. Von 85. Nee, wenn die so fliegen, schieße ich gar nicht drauf. Ja, ich hab ein paar Treffer gekriegt. Ja. Das macht keinen Sinn, mit einer Flak zu spawnen. Naja, wenn es eine geschlossene Flak wäre, vielleicht. Ja, ich hab halt immer das Glück, dass, egal wie die das machen, wenn man mir ein bisschen offen ist, die Flak, es ist immer erst der Schütze, der tot ist. Alles andere lebt. Da kommt eine dicke, das sieht aus wie eine Doe, eine 217. Oh, lol. Vor mir ist wirklich direkt eine Bombe explodiert und ich bin nicht gestorben. Ich verstehe nicht, wieso. Das Spiel liebt dich. Ich fahr mal wieder in den Cap und hol mir ein bisschen MG-Muni zurück. Ich fahr mal in den Cap und hol mir ein bisschen Crew zurück. Eieiei. Jetzt spielen wir Flak mit Shermans. Aber ich glaube, die haben auch keinen Panzer mehr auf dem Feld gerade. Ich vermute es nicht, es sind noch 4 Spieler. Ich höre eine Bombe. Leb wohl. Mich zerlegt. Natürlich zerlegt's mich. Ja gut, aber halt auch direkt nebendran, ne? Ja, vorhin hat's mich nicht zerlegt. Und es war eine große. Bei mir war es halt nur so eine Lull. Gibt's Blindgänger? Nee. Ah nee, dann ist das eine abgeknickte Laterne. Es sieht aus wie ein Blindgänger, der im Boden steckt. Alter, wenn die jetzt noch Blindgänger einführen, ja? Fände ich super cool. Die dann irgendwie doch noch so Chance von 1 zu irgendwas, dass sie halt doch noch explodieren oder so. Das finde ich super cool. Nee, das lass mal bitte. Das war nix. Ich mag diese Flak nicht. Ich mag Flaks nicht, die so rumwabbeln.
Aber der Richtbereich von dem 50 Cal ist echt kacke. Bei den Amis ist das gefühlt besser. Nee, auf Sherman-Dächern, die 50 Cal sind generell blöd. Du musst auf einem Chevy, da kann das Ding fast 90 Grad nach oben. Wir haben ja mal wieder einen Trigger-Happy M16, der nicht versteht, dass man Flugzeuge in der Flak nicht nonstop beballert. Doch, doch. Ja, muss man. Wenn man 50 Cal hat, gib ihm. Egal, dass der gerade erst gespawnt ist. Ich habe 3000 Punkte glatt. Hatte ich, glaube ich, auch selten. Sehr schön. Ja, siehst du, hat sich schon gelohnt, dass du mitfährst. 6 Assists. Was haltet ihr eigentlich von den neuen Decoys, die man jetzt diesen Monat freischalten kann? Ach, du meinst die alle Monat wechseln? Genau. Nicht gesehen. Mich interessiert davon nur eins, aber ich kann dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, von welcher Nation das war. Mir gefällt das chinesische. Ach, Japan, von Flugzeugen, wo man Erster im Team sein musste. Mhm, ja, ich glaube, das sah auch ganz okay aus. Und dafür bekommt man einfach einen Decoy, wenn man Erster im Team ist. 5-mal. Achso. Nacheinander oder insgesamt? Insgesamt. Also, das läuft auch einen Monat lang. Das ist ja nix. Na, Erster im Team ist nicht unbedingt was, was man so groß beeinflussen kann, finde ich. Da reicht ja, wenn einer am Ende des Matches noch 2 Flaks killt und dann ist er vor dir. Also, mir gefällt das Chinesische mit der chinesischen Mauer drauf. Boah, da sind immer ein paar ganz schicke dabei. Ich find's halt schade, dass immer da so viele neue kommen und generell für die Nationen zum Beispiel spielen so wenige. Oh, speaking of the devil, ich habe gerade einen Deckel freigeschaltet. Und das Schwedische sieht so von wegen übelst swaggy aus, so von wegen Pimp My Schwedisch Tank oder so. Ist komplett in Gold gehalten. Ja, so muss das. Oh ja, Drehkranz bitte für den M10, das bringt sicher eine ganze Menge. Zusätzliche Panzerung? Why not? Er hat da eine Turmdrehgeschwindigkeit von 3,3% mit dem Drehkranz. Sehr gut. Ich hab die ja schon die ganze Zeit, aber es wird halt nicht besser, ne? So, ready up. Warte mal kurz, ich will gucken, ob ich den Aal für sehr wenig Golden Eagles freischalten kann für 96. Ach nee, das ist mir nicht wert. Spiele ich noch eine Runde. Da kommt er wieder raus, der Bonze. Der High Society YouTuber. Tja, die erste Runde konnten wir leider nicht gut zeigen, was das Ding kann. Wenn du den am Hügel spielst, der hat halt auch 10 Grad Rang Depression. Hoffen wir auf gutes Matchmaking. Komm schon, Matchmaker. Karma. Ich verstehe echt nicht, warum so viele Leute gerade Russen spielen. Ich meine, guck dir das mal an. Alter. Naja, bis gleich, Leute. So, das sind wir mal wieder. Diesmal wieder die Aufnahmekrankheit für volles Subtier. Wird sicher super mit der Popelkanone. Ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Na, knapp 100 Pen, aber du hast halt überhaupt keinen Sprengstoff drin. Das ist das Problem. Aber das haben alle Franzosen. Die erschießen ja alle mit massiven Geschossen. Die machen es ganz friedensstiftend nur mit Gummigeschossen. Hey, Junge, also wenn du von so einem Gummigeschoss von einem Panzer getroffen wirst als Mensch, ist glaube ich auch Sense. Es gibt blaue Flecken, ja. Wie Software spielen. Aber jeder, der schon mal eine Software aus naher Entfernung abbekommen hat, weiß, auch das gibt blaue Flecken. Ja. Ich hatte eine Barretta mit knapp 4 Joule, das hat schon gelangt. Ah, das ist aber... Ja. Ganz erlaubt. Und ich war sogar noch minderjährig, oh mein Gott. Ist ja schon Jahrzehnte her. Ja. Meine liegt immer noch bei meinen Eltern. Zwar aber halt eine Full-Auto, wie viel hatte die? Knapp ein Joule, aber halt unter der Joule-Grenze. Die hatten immer so diese knapp unter 1, diese, ja. Ich sag mal, normal kaufbaren. Ja. Ich bin damals mit 16 in den Tschechien gekauft. Ich weiß nicht, ob die nach deutschem Standard so geeicht war mit 1 Joule oder so. Bezweifle ich. Nämlich hat damals ein Kumpel
genervt und hat sich ans Ende der Straße gestellt. Ich hab's aus meinem Dachfenster noch gesehen, so, schieß doch, triffst mich eh nicht. Bam, voll auf die Brust, riesen blauer Fleck. Ja. Warte. Achtung, da ist was nach rechts weggefahren. Ja, ich hab's gesehen, ich konnte noch nicht mehr drauf schießen. Deswegen warten wir lieber, bis es zu uns kommt. Also da steht ein T-34 im Punkt. Das habe ich gesehen, ja, der hat dich geschossen und ist geplatzt. Ja, das habe ich gespürt. Ja, das ist auch so ein typischer Heavy, bei dem die Panzerung bei einem Abtier nichts mehr wert ist. Au! Von rechts. Alter, das ist... Die Turmdrehgeschwindigkeit von dem Ding ist so... Oh, wow, ich kann nicht mehr schießen, ist so räudig. Du meinst nicht vorhanden. Und toll, jetzt fährt der weg, wo ich geschossen habe. Ja, keine Angst, du wirst sowieso jetzt gleich geswarmt. Da kommen drei auf dich zu. Brauch ich keine Gedanken machen. Okay. Von hinten kommt, glaube ich, auch was, oder? Ja, ich bin ziemlich am Arsch. Okay. Ich halte hier mal die Stellung und warte auf euch. Also stirbst du jetzt oder soll ich noch kommen, dich retten? Ne, ich sterbe jetzt. Das ist eine Suche vor mir und ein T-34, der mich umfahren hat. Ja, der kam von hinten, ne? Ja, ne, von der Seite. Von links oder rechts? Von der Kasernenseite. Tja. Vielleicht wird die Runde doch ganz schnell. Solange es nicht so läuft wie beim letzten Mal, die zweite, ist alles okay. Letztes Mal die zweite. Wo wir sofort raus und tot und Tod und Verderben und alles so scheiße, ja, okay. Wie immer also. Genau die, ja. Okay, fahr halt einfach vor. Scoute, ich bin auch noch live. Du scoutest im ersten Gang. Ja. Ja. Ja, wenn will ich zumindest schnell anhalten und schießen können. Ich würde dann eher aus der Fahrt schießen. Mit deinem Wiegeturm wackelst du ja voll rum, wenn du anhältst. Ich bin gleich auch wieder da, dann habt ihr meine Unterstützung. Yay. War rechts noch was außen? Nee, aber es kann sein, dass... Au. Ja, rechts außen ist was, da. Okay. Du ist tot. Au. Ja, das interessiert mich herzlich wenig gerade, ich bräuchte Hilfe. Ich kann nicht mehr fahren. Lassen. Ich hoffe, der Smoke hilft. Da ist der T-34. Ja, ich hab's gemerkt, hat mir zweimal eine reingelunzt, hab noch zwei Besatzungsmitglieder, kann den Turm nicht mehr drehen und schießen. Wo steht der? Rechts außen. Ja, aber wo ich, dann kann ich Arti drauf klatschen. Ja, wo mein Pfeil ist. Kann auch nicht mehr fahren. T-34, 57er, das sind echt so Panzer. Nee. Nee. Der Smokescreen von meinem Panzer ist echt breit. Dafür, dass es nur zwei Granaten sind? 4 insgesamt. Oh, hast du beidseitig. Deswegen ist er halt mega breit. Hey, voll breit, Alter. Also, die Arti hat nichts getroffen. Ja, ist dann wieder weggefahren. Ah, sehe nämlich auch ja, nicht mehr. Ja, ich sehe ihn, wo er geschossen hat. Der hat gerade geschossen. Also jetzt hat man die Chance. Wo ist denn der? Hier. Nee, weiter links mittlerweile. Die umfahren. Really? Von da oben wird auch geschossen. Oh shit. Wow. Alter, auf den asozialsten Positionen stehen die, ne? Ganz hinten, ja. Oben auf dem Berg. Ich hab's gesehen, ja. Ich bin tot. Alter Falter. Oh, T-34 ist down. Au. Oh. Ja, du wirst wie gesagt vom Berg beschossen. Nee, das war ein Flugzeug. Also da oben steht einer. Den hast du nicht gekriegt, oder? Ja. Nee. Ich mach den mit dem Flugzeug weg. Also die Runde habe ich mir jetzt nicht mit rumbekleckert. Feindliches Flugzeug ist am Himmel. Ich weiß nicht, ich lese manchmal in den
Patch Notes, dass Gaijin sagt, dass sie solche Positionen immer wieder zumachen, auch auf dieser Karte. Ja, kann das denn sein, dass er auf der Karte haben sie die Position vor 2 Monaten dicht gemacht. Ich merk's. Weißt du, das Problem ist halt, wenn du einen Kumpel hast, der mit dir fährt und der rammt dich, glitschst du durch die Panzersperren. Da können sie noch so viele Obstacles reinpacken, wenn die Physik nicht mitspielt. So, wo genau steht er jetzt? Einfach hinten. Oben auf dem Berg. Auf dieser Klippe direkt. Er ist im Flugzeug, das sieht er nicht. Also, ja. Rechts von euch oben oder hinten? Oder? Durchgehend von C auf dieser Klippe. Der ganz hohe Berg bei C. Auf deren Seite. Deren Seite. Jetzt. Warte, ich scout ihn gleich. Jetzt wär's. Ja, du fliegst gerade drauf zu. Links von dir. Ich hab ihn nicht gesehen. Ist ja auch eine Asu. Also links. Mein Turm drehen, bevor ich darum fahre. Hier oben, oder beziehungsweise ein bisschen weiter links stand der. Ja, ich suche ihn immer. Hier, da stand der. Ah, da, ich sehe ihn. Ja, dann dacker ihn mal weg. Komm, der kriegt eine Bombe. Viel Spaß damit. Sehr gut. Ich bin auch ein bisschen überfragt, wie ich einen Hit auf so ein Ding mit einer mit einer M10-Kanone hinkriegen konnte, ohne irgendwas zu beschädigen. High break much, ne? Das Ding müsste eigentlich komplett in 3 Millionen Einzelteile zerfliegen. Wie so ein Lego-Bauwerk. So, ich hab noch 2 Bömmchen. Kannst du mal hier rumscouten bei C, ob du irgendwas siehst? Ja, das kommt gleich auf mich zu, das ist nicht so gut. Okay, dann bombt das erstmal weg. Wird das erstmal head-on an das Vieh. Von dort kommt was. Der steht da, wo man die Auffahrt hochfährt. Ja, das ist schön für ihn. Das war nur nicht schön für mich. Ja, ich kann gegen den KV-1 mit dem Ding null machen. Ja, das stimmt. Boah, ist halt, was ist das? Volles Abtier ist halt ein bisschen... Ey, dieses Flugzeug ist nicht zum Turnen geeignet. Wusstet ihr das? Dieses Ding hat einen Motor, der keinen Schub hat. Was erwartest du? Dann kommst du zu unserem Spawn zurück, dann kann ich versuchen, auf den hinter dir zu schießen. Der wird nicht mehr weit kommen. Außer der Gegner schießt weiter so bescheuert. Lebst du noch? Nee. Thorsten. Nee. Also, ich gehe jetzt wieder rein, aber... Ja, dein Flugzeug fliegt halt noch. Deswegen ja, frage ich. Fliegt noch weiter. Ja, es gibt so eine neue Funktion, du kannst quasi aussteigen, die KI fliegt für dich weiter. Autopilot. Ja. Ja. Wäre manchmal ganz cool, wenn man so Routen planen könnte und einen Kaffee macht, ne? Auf den kleinen Maps hier vor allem. Kannst du mit der 104 machen. Planst mal eine Route, fliegst eine Schleife. Einmal zum Mond und zurück. Mich würde mal interessieren, wie hoch dieses Ding kommt, wenn es mit Vollschub, also Mach 2 und dann hochzieht. Ich habe das noch nie ausprobieren können. Irgendwelche Leute in der Community haben das sicher schon ausprobiert. Ja, gut, das ist kein spannendes Gameplay bei Jan. Nee, es ist ein... Das ist voll der Noob. Ja, schauen wir mal dem fahrenden Busch zu, der die Büsche echt hässlich auf seinem Panzer hat. Ja, das ist aber irgendwie komisch. Die habe ich so nicht angebracht. Den Panzer habe ich so nicht erforscht, die Büsche habe ich so nicht angebracht. Spielt irgendjemand mit deinem Account? Durchaus möglich. Deine Freundin heimlich. Ach man, warum ist diese 40er so kacke? Die 40er ist gut, das Problem ist, das Chassis wackelt das bei Problem jedem Schuss. Ist der Spieler dahinter. Nein, das Problem ist einfach, dass das Ding gefühlte 3 Sekunden zwischen seinen Schüssen braucht. Jedes Flugzeug fliegt da durch. Also so, bei C war eben noch ein KV-1. Ja, und deswegen fahre ich jetzt mal hier hoch und gucke mir die Sachen von oben an. Mich triggert das voll, dass der eine Busch am Turm hängt und der andere an der Hülle und sich nicht mitdreht. Das war letztens auch lustig bei mir auf dem Kanal. Da fährt war er. So einer. Nee. Markier so ihn doch erstmal, also Spot. Der hat. Er hat uns so gemeint, links. Ja, hier. Ja, ich weiß. Ja, und warum fährst du nicht weg? Weil ich keine Lust hab.
Scheiße, ich komme da nicht durch. Ja, natürlich kommst du da nicht durch. In einem Video hat er drunter geschrieben, ey, mich triggert das und das voll. Dann hat er unter ein anderes Video drunter geschrieben, das in diesem Video triggert mich voll. Ja, Mann. Skandal, ihr YouTuber Pulitzer. Das eine Mal war, weil ich in The Survivalists mein Inventar nicht aufgeräumt habe. Hey, das ist aber auch ganz schlimm. Mach das und beim auch anderen nicht. Mal weiß ich es nicht mehr. Oh, Achtung, jetzt kommt er. Hast du getroffen? Nein. Gib ihm! Aber der hat bei dir auch nichts getroffen, oder? Die sind alle noch wach. Nee, ich hab ein paar gelbe Module. Ich rede von deinen Besatzungsmitgliedern. Alter, was hat dieser Typ denn mit seinem Gay? Na, Ahnung, vielleicht kommt er mit seinem eigenen Lieben nicht zufrieden, so. Alter, das sind auch so Spieler, die sind schon ewig im Spiel dabei, Level 100, und dann sind sie, ja, Flachzangen. Und sie fangen an, sich in dem Spiel zu langweilen, ne, und dann machen sie noch so einen Scheiß. Manche Leute machen die Stuttgarter Innenstadt kaputt, andere Leute schreiben gay. Er meint bestimmt die alte Bedeutung von glücklich. Ja, fröhlich, glücklich, bunt. Wer lebt denn noch? Nur noch Jan, oder? Ja. Ja, dann mach doch mal was. Fahr mal irgendwo hin. Das ist voll langweilig für die Leute. So langweilig, der Typ. Na, nein. Ich bin nicht langweilig. Ich dachte, ich jetzt kommt. Oder ist einer. Das ist der KV1 bestimmt. War seht das? Ihr, da habt ihr Action. Das habt ihr von eurer Action. Ja, und jetzt kannst du wahrscheinlich direkt nochmal rein, ne? Nee, das war mein letztes Fahrzeug. Ja. Hast du noch Zeit? Nee. Nein, das wird nicht reichen. Naja, Leute, dann gibt's heute ein bisschen kürzere und halbwegs erfolgreich. Die erste Runde war okay. Die erste war okay, in der letzten Runde warst du letzter. Ja, das war echt zum Vergessen. Aber es war wieder toll, volles Abtier. Wir hoffen trotzdem, ihr hattet Spaß. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.